Mein Name ist Alain Schneider, ich bin tätig in der Make it Noble. Wir sind in Bern stationiert, bin dort als Solution Architekt und Partner, vor allem im Bereich Microsoft 365 tätig. Microsoft 365, Deployment, Security teilen, habe Freude der IT, bin dort ein bisschen Geek zwischen dem Bloggen und auch hier, jetzt hier Session abhalten, sei das in person oder sei das auch in virtueller Lösung, so wie wir es jetzt hier haben. Versuchen wir auch ein bisschen Community aktiv zu betreiben, wenn ich Zeit habe und ja, so ein bisschen Slots habe, dann kann ich gerne biken mit meinen Buddies oder auch allein. Ich bin gerne unterwegs, am Reisen, wenn man das dann wieder kann, wenn die Covid-Situation sich wieder ein bisschen aufgelöst hat. Und bin leicht verkältet. Schon seit ein paar Tagen. Um was geht es heute? Wir haben eine halbe Stunde, glaube ich, plus 5 Minuten so ein bisschen Q&A. Wenn ihr Freude habt, dann tut einfach die Hand auf oder melden, wenn ihr eine Frage habt. Es geht um Zero Trust, ganz kurz. Ich möchte noch mal schnell sagen, was ist Zero Trust für die, die das noch nie gehört haben. Dann zwei Topics aus dem, sagen wir mal, aus dem Microsoft 365 Umfeld oder Azure Umfeld. MFA für User, aber auch für privilegierte Accounts. Identity Governance, Access Reviews werden wir anschauen. Es würde den Rahmen sprengen, wenn wir alles würden, vom ganzen Entitlement Management. Das ist unmöglich in einer halben Stunde. So zwei, drei coole Features. Zero Trust, Zero What. Also, ich weiß nicht, die das noch nie gehört haben, oder die es gehört haben, können mal die Hand aufhaben. Das kann mich auch ein Team so, raise your hand. Schnell aufheben, Zero Trust, zeigt nicht das etwas? Wenn nicht, oder wenn auch gut, oder wenn das gehört hat, sehr gut. Wenn nicht, schauen wir schnell kurz zurück. 1990 hat es so die ersten Mitarbeiter gegeben, die vielleicht so einen Computer bekommen, wie wir ihn hier sehen. Schon recht modern war dann, 1990, so eine Maschine gehabt. Aber, wie ihr seht, man hat vor allem traditionell im Office bügelt. Also es hat nicht irgendwie VPN, Remote-Lösungen oder was auch immer gegeben. Muss sicher nicht für die Mitarbeiter. Das hat sich ein paar Jahre später ein bisschen geändert. Und zwar ist man so in ein Traditional Model hineingekommen. Und Traditional Model sage ich dem, weil man es vor allem heute eigentlich immer noch kennt. Wenn man das so will sagen, 1995 haben viele Firmen angefangen, ihre Netze, ihre Standorte zu verknüpfen mit WANs, mit verschiedenen Lösungen, sei das über DSL gesehen, irgendwann dann MPLS und das ist gewachsen, Fiber etc., wie man so kennt. Mit Firewalls im Einsatz, mit VPN-Lösungen, Agogo im Einsatz, sei das auf dem Client unten selber oder sei das über in Cloud connected Gateways, man ist einfach heute vernetzt nach dem Traditional Model. Und wenn man so ein bisschen die Ausprägung vom Ganzen anschaut, dann merkt man, dass sich in den letzten Jahren doch einiges hat verändert. Das sind nicht mehr einfach klassische Maschinen da, sagen wir mal Windows 10 Maschinen, sondern man hat viele andere Sachen, die man nutzt, sei das SaaS-App, sei das irgendwelche Cloud-Services, die man anbindet als Corporate Network in Form von SaaS-Applikationen wie klassisch Office oder Microsoft 365, Google Cloud, wo connected wird. Man hat aber auch jetzt natürlich in den letzten drei Monaten komplette Remote-Lösungen müssen ausrollen für Mitarbeiter, die das bis jetzt vielleicht noch gar nicht hatten. Also man sieht, es ist eine komplett andere Vernetzung geworden in den letzten Jahren und sicher auch mit den Kollaborierungstools, die man heute im Einsatz hat, sei das Teams, Slack oder andere Lösungen. Man hat auch IoT-Devices, die man heute anhängt an ein Corporate Net mit irgendwelchen VPN-Lösungen. Und vielleicht so ein bisschen zu der History. Eine SaaS-App hat es bereits zum Beispiel eine von den grossen schon im Jahr 2000 gegeben, nämlich Salesforce. Das ist im Jahr 2000 gelauncht worden. Im Jahr 2002 hat Starbucks das erste Wi-Fi in Betrieb genommen. Im Jahr 2007 mögen sich sicher viele noch erinnern oder alle das erste iPhone. Dann ist es weitergegangen mit Fitbit-Tracker im Jahr 2009 und 2011 ist tatsächlich Office 365 gelauncht worden. Also, es hat eine komplette Ausprägung in den letzten verschiedenen Jahren. Die Definition von Zero Trust ist eigentlich so, dass man niemandem trustet und alles verifiziert. Also grundsätzlich würde man die Boundaries wie abschaffen, man würde eigentlich die Firewalls abschaffen, man würde nicht grundsätzlich sagen,
wir vertrauen einfach alles, was in unserem Corporate Network ist, weil das ist nämlich auch nicht immer der Case. Viele Clients oder Identities, die im Corporate Network sind, sind nicht unbedingt trusted. Man muss es also verifizieren. Das bedeutet, es gibt eigentlich vier Elemente in diesem ganzen Zero-Trust-Segment. Es ist einerseits, dass wir eine starke Identität haben, egal wo wir herkommen, dass wir uns authentisieren. Wir haben den Access, den wir mit Privileged Accounts vielleicht lösen wollen, oder wo wir zumindest mit Least Privileged User Rights lösen wollen, also nur dort Access haben, wo wir auch Access brauchen. Dass wir ein Gerät haben, das trusted ist, und wenn es untrusted ist, dass wir vielleicht dem gar nicht vertrauen, dass wir keinen Access geben oder dass wir nur bedingt Access geben und dann den Health-Check noch machen. Und dann Services, die wir verifizieren, basierend auf dem, ist der Service verifiziert? Wenn ja, dann bekommst du Access. Okay. Das ist so ein kurz Überriss über das ganze Zero Trust Model. Was mich interessiert, können wir das gerne noch später diskutieren. Ich möchte jetzt mehr ein bisschen Identity Protection gehen. Yes, wir wollen unsere Identity protecten, das will jeder. Wir wollen ein sicheres Passwort, wir wollen gar kein Passwort, wir wollen Third-Party irgendwie Authentifizierung haben oder MFA beispielsweise. Also wir sind da stark drin. Okay. Wie gehen wir das an? Ich denke, einer der ersten Schritte ist, dass wir MFA ausrollen. Wenn wir Azure haben, dass wir wirklich versuchen, das global auszurollen. Das müssen wir heute machen. Aber wie machen wir es richtig? Ich kann hergehen, ich kann einfach sagen, okay, ich rolle MFA aus und dann ist das gut, aber das wird wahrscheinlich zu Problemen führen. Oder ist vielleicht nicht einmal der richtige Ansatz, so wie wir es angedacht haben. Aus unserer Sicht gibt es vier Steps, die es braucht, für MFA richtig eine Rolle. Und zwar sind es die vier Steps, die ihr hier seht. Der erste ist, es braucht sogenannte Break-Glass-Admin-Accounts. Das ist mal etwas vom Ersten, was wir müssen machen, weil wenn wir nämlich nicht mehr auf unsere Azure-Plattform kommen, dann werden wir auch nicht mehr können MFA konfigurieren. Oder wenn der Service nicht läuft, werden wir auch keine Möglichkeit mehr haben, irgendwo den Access wieder zu gewährleisten. Dann als Zweites müssen wir enablen von Modern Authentication. Was das ist, kommen wir dann dazu. Ein dritter Punkt ist Conditional Access. Also wir arbeiten nicht mit dem klassischen alten MFA-Portal, sondern wir arbeiten mit Conditional Access Policies und wir brauchen Microsoft Intune oder Endpoint Manager, wie er neu heisst, für eigentlich zu feststellen, ist unser Gerät compliant oder ist es nicht compliant oder ist es gemanagt. Diese vier Sachen werden wir jetzt miteinander mal anschauen. Also in Case of Emergency brauchen wir definitiv Break Glass Accounts. Das bedeutet eigentlich, dass wir hergehen im ersten Schritt globale Admin Accounts konfigurieren. Also sprich, wir werden am besten zwei Admin Accounts machen, die globale Admin Rechte haben. Wir werden die globalen Admin Accounts exkluden von jeder PIM-Rolle oder von PIM. Also sprich, dass sie nicht sich müssen in Privileged Identity Management eine Rolle. Wir machen sie permanent, sodass sie eine permanente Admin-Rolle haben. Im Gegensatz zu anderen privilegierten Accounts, wo man das natürlich nicht würde machen, wenn man PIM im Einsatz hat, was Azure P2 bedeutet. Was ein ganz wichtiger Punkt ist, dass sie dann auch excluded werden von allen MFA-Requirements, weil wir brauchen ja die im Fall, dass eben MFA nicht funktioniert, müssen wir die entsprechenden MFA oder die entsprechenden Admin-Accounts können nutzen und wir müssen sie auch von allen Conditional Access Policies excluden. Und das ganz Wichtigste oder etwas vom Wichtigsten ist, dass wir ein komplexes Passwort haben, dass wir das weglegen, irgendwo einen Secure String, in einem Safe, irgendwo und dass wir die Logins monitoren über die Azure Logins in einem Log Analytics Workspace zum Auswerten. Wie sieht das aus? Wenn wir grundsätzlich mal das Azure Portal anschauen, bedeutet das, dass wir sicher hergehen und wir zwei Admin-Accounts machen. Das wäre jetzt in meinem Fall, wären das hier die beiden Admin-Accounts. Das sind einfach Standard-User, die nicht irgendwelche speziellen Rechte haben hier, sondern die werden dann entsprechend mit der PIM-Rolle excluded oder eben permanent gemacht. Also wenn wir dann PIM anschauen, für die, die PIM noch nie gehört haben, es ist ein Tool, das uns hilft,
Rollen wie der Global Admin oder Security Administrator, Conditional Access Admins etc. für eine bestimmte Zeit können abzufragen. Also ich kann mich anmelden im Portal und sage, ich brauche die Access Rights und dann werden mir die Access Rights just in time, einfach in der Zeit, wo ich es brauche und es konfiguriert habe, auch gewährleistet. Also ich habe hier zum Beispiel dann die entsprechende Rolle, die ich kann prüfen und kann sagen, okay, der Global Administrator, da gibt es jetzt hier in unserem Szenario gibt's Active Roles. Heißt hier zum Beispiel einen, der permanent assigned ist oder auch und Batman ist permanent assigned. Also wichtig ist, dass eigentlich die Rollen assigned werden in einem permanenten Stil, sodass man nicht sich muss abfragen von dieser Rolle. Zeithalber können wir das jetzt leider nicht machen, aber die Idee ist, dass ihr das wirklich excludet. Dann der zweite Schritt, den wir gesehen haben in der Konfiguration, ist, dass wir unter der Conditional Access Policy, wenn wir Conditional Access Policies bauen, auch unsere User excluden, also die Admin-User. Zum Beispiel hier die Privileged Accounts, wenn wir da jetzt die entsprechenden User reinnehmen, das ist jetzt eine, die die Rollen abfragt, also zum Beispiel Authentication Admin oder Application Compliance Admin, dass wir wirklich hergehen und sagen, okay, die beiden User sind excluded von all meinen Conditional Access Policies. Und vielleicht noch ein Hinweis, was man etwa die sieht, dass hier eine Gruppe angegeben wird. Wenn man natürlich Recht hat, für Gruppen zu editieren, wo die beiden User drin sind, und sich selber rein tun kann, würde das bedeuten, dass man eigentlich nachher auch keine Conditional Access muss machen. Also es ist eigentlich Best Practice, dass man sagt, man tut die beiden User direkt hinzufügen und nicht in einer Gruppe, weil sonst ja eben jemand sich eigentlich die Recht könnte verschaffen, dass er Conditional Access könnte umgehen. Das mal so zu diesem Punkt. Complex Password ist klar und das dann Lock Away und Monitoren. Der nächste Schritt für MFA ist, dass wir Modern Authentication enablen. Das bedeutet, dass wir auf unseren Services, also auf Microsoft 365 Services, Modern Authentication enablen und Legacy Authentication blocken. Legacy Authentication ist alles, was mit Username Passwort daherkommt, sage ich jetzt mal klassisch. Da haben wir Protokolle wie zum Beispiel POP, MAPI over HTTP, IMAP 4.0 etc. Auch sogar Outlook 2010 hat noch gewisse, also braucht Basic Authentication und auch Office 2013 bis zum bestimmten Service Pack braucht auch noch Legacy Authentication. So dass wir das können sicherstellen, dass wir eigentlich auch wirklich die MFA-Lösung einsetzen können. Das bedeutet dann auch, dass wir schauen, dass auch die Clients aktuell sind, wenn sie das noch nicht wären. Es kann sein, dass irgendjemand noch 2013 Office im Einsatz hat, aber das hoffen wir jetzt natürlich mal nicht. Dann gibt es auch in PowerShell natürlich die Option, dass man sich noch Classic oder Legacy-mässig authentisieren kann. Vielleicht sind irgendwelche Skripts im Einsatz. Das würde bedeuten, dass man dort die Skripts und die Modules etc. aktualisiert, dass man wirklich auch über Modern Authentication sich kann authentisieren kann. Für Modern Authentication, Exchange Online, ihr seht das hier zum Beispiel, gibt es die Möglichkeit, das zu prüfen. Ich habe neue Tenants seit 2017, glaube ich, irgendwie Mitte Jahr 2017, haben eigentlich alle Tenants, die Exchange Online aktiv bekommen, Modern Authentication aktiv. Bedeutet aber das nicht zum Beispiel jetzt im hybriden Szenario, da müssen wir sicher schauen, dass die Hybrid Authentication auch enabled wird und jetzt ein paar PowerShell, CMDLets und Commands, wie das ihr das könntet überprüfen oder respektive enablen. Also für Skype oder auch für Skype Hybrid wird es sicher müsste es genutzt werden, dass die ADAL-Authentifizierung funktioniert. Prüfen vom Ganzen. Exchange Online, OAuth muss enabled sein oder sollte enabled sein. Das gleiche gilt für SharePoint oder auch für Skype for Business, dass man das würde prüfen, dass die Modern Authentication konfiguriert ist. Das ist eigentlich der zweite Schritt. Können wir nicht im Detail jetzt durchgehen, aber das ist sicher ein wichtiger Punkt. Conditional Access sieht ein bisschen anders aus. Wenn wir den Zero Trust Ansatz nehmen, dann würden wir eigentlich davon ausgehen,
dass wir unserem lokalen Netzwerk eben nicht mehr trauen. Also es klingt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber eigentlich wäre es wichtig, dass wir prüfen würden, sind die Devices oder die Identities oder vielleicht die Applikationen, die wir in-house haben, wirklich so viel sicher, dass wir denen Access geben wollen. Es könnte ja sein, dass das vielleicht nicht per se der Fall ist. Also wir müssen prüfen, sind das trusted Devices, sind es trusted Locations natürlich, denen können wir per se vertrauen und umgeht das Ganze. Aber das ist eine Policy, die man sicher setzen müsste. Dass man MFA-Policy macht für alle Admins und für alle Users. Das bedeutet, dass zum Beispiel gerade die Admin-Accounts, alle privilegierten Accounts, eigentlich immer müssen MFA machen, egal was sie sind, auch wenn sie ihre Trusted Location sind. Dass sie auch dort müssen MFA-Request und Challenge machen, weil wir ja überprüfen wollen, ist das auch wirklich die Person, die jetzt die privilegierten Rechte bekommt. Eine Policy, die unsere Legacy-Authentifizierung blockt, können wir miteinander anschauen. Und eine Policy, die entweder alle unsere Unknown Device vielleicht sogar blockt, wenn wir sagen, wir wollen nur Trusted Devices. Ein Trusted Device ist ein Device, das in Azure bekannt ist. Das kann ein hybrides Gerät sein, das kann aber auch ein Azure AD Joint Gerät sein und vielleicht sogar zusätzlich noch einen Compliance Status von Compliant haben. Also das wären die vier Policies, wo wir sicher oder sicher die drei Policies, die hier müssten gesetzt werden. Wenn wir jetzt das mal von hinten aufrollen, dann könnte das beispielsweise so aussehen, dass wir eine Conditional Access Policy haben, die sagt, hey, wir wollen nur gemanagte Devices in unserem Tenant oder wir wollen nur Access von unseren gemanagten Devices zulassen. Das bedeutet eigentlich, dass wir eine Conditional Access Policy brauchen, die grundsätzlich mal auf alle User oder halt jetzt hier auf Demo-Test-Users funktioniert. Und wenn es richtig konfiguriert ist, müssten hier auch wieder die Break-Glass-Admins excluded sein. Wir sagen, dass er alle Cloud-Apps nutzen soll. Das bedeutet, alles, was mit unseren Cloud-Apps verbunden ist, sei das Office 365-Applikationen, Third-Party-Apps, Enterprise-Applications wie Zoom oder so, die wir integriert haben, oder Share-File, Citrix etc., spielt gar keine Rolle. Das bedeutet, dass die eigentlich das müssen machen, also dass die nur von einem gemanagten Gerät herkommen. Dann haben wir jetzt hier in diesem spezifischen Fall eine Device-Plattform konfiguriert, von Windows beispielsweise, und haben dann Access-Controls, die jetzt Access granten. Wir sagen, du darfst Access haben, wenn du ein Compliance-Gerät hast in diesem Fall und wenn du von einem Hybrid Azure AD Jointed Gerät kommst, dann kannst du, oder von einem Azure AD Jointed wäre auch der Fall hier, dass du erstens musst Multifactor machen, Authentication und zusätzlich Narrow Access hast. Wenn du das nicht hast, also wenn du von einem Gerät kommst, das ich nicht kenne, dann hast du keinen Access. Das würde eigentlich so aussehen, also wenn wir jetzt hier mein Gerät anschauen, das ist ein Azure AD Joint Gerät, das ist im Make it Noble Tenant Joint, also in unserem Geschäftstenant und das da hier hängen ist ja mein Demo Tenant, das ist nicht der gleiche Tenant, das würde eigentlich bedeuten, dass ich jetzt hier von einem ungemanagte Gerät kommen, die der Tenant nicht kennt. Schade, sehen wir die Meldung schon hier. Also wenn ich jetzt hier sage, okay, ich werde jetzt mal auf Portal Office zugreifen von der Al Schneider Infrastruktur. Prüft ihr das, kann ich mich sicher noch anmelden. Muss immer noch MFA machen. Das haben wir in der Conditional Access Policy so definiert. Und jetzt kommt eigentlich die Meldung, die sagt, hey, du bist nicht von einem gemanagten Gerät. Access from personal devices is not allowed. Wenn ich das von einem Gerät mache, wo bekannt ist, in meinem Azure Tenant und es ist sogar compliant, das ist ja wichtig, weil wir ja in der Conditional Access Policy definiert, dass es muss compliant sein. Das hier noch einmal anschauen. Ich sage hier, Require Device to be marked as compliant und wenn wir da zurückgehen, nochmal das Gerät anschauen. Das ist ein TPET
ist compliant, sehen wir hier, ist Call Manager und mit Config Manager, aber das spielt jetzt keine Rolle. Dann kann ich eigentlich hier sagen, okay, ich will beispielsweise auf Portal Office zugreifen. Dann funktioniert es aus dem bekannten Gerät. Also ich kann hier auf das Portal zugreifen. Wäre jetzt das Gerät nicht compliant, also würde ich beispielsweise die Firewall deaktivieren, weil ich eine Compliance Policy habe, die das fordert, dann könnte ich mit dem Gerät auch nicht zugreifen, weil ich jetzt hier Compliance-Abfrage mache. Das kann ich jetzt nicht machen, weil wir brauchen dann noch den Access auf die Plattform, aber das ist eigentlich die Idee. Dann die zweite Policy ist, dass man sagt, okay, wir blocken die Legacy-Authentisierung, das ist relativ simpel. Und zwar ist das wieder basierend auf all den gleichen Options, die wir vorher hatten. Plus eine Condition, die sagt, Client-Apps oder Clients bedeutet nämlich Legacy-Protokoll. Wenn ihr da auf das i geht, dann seht ihr hier, this includes older Office Clients and other Mail Protections, such as POP, IMAP, SMTP etc. Also wenn die Policy aktiv ist, dann würde das bedeuten, dass sich eigentlich über das Protokoll oder über die Legacy-Authentisierung niemand mehr kann verbinden. Dann ist klar, MFA für Admins und Users. Ich in meinem Fall habe jetzt hier das nur gerade für die MFA, für Privileged Accounts gemacht, die haben wir schon vorher gesehen. Also privilegierte Accounts, die eine bestimmte Rolle haben, zum Beispiel Global Admins, die müssen MFA machen. Das ist hier in Access Control. Require Multifactor. Und wenn ich keine Location beispielsweise angebe, dann ist so der Fall, dass ich eigentlich immer muss MFA machen. Also wenn ich keine Trusted Location in den Conditions angebe. Das sind sicher die drei wichtigen Policies, die müssen gesetzt werden. Natürlich kann man da auch umspielen, wie man das genau macht, mit welchen Szenarien. Der nächste Schritt ist eigentlich, dass man eben Intune nutzt, dass man eine Compliance Policy macht. Wir haben jetzt schon gesehen, mit einem Compliant Gerät, also eines, das wirklich geprüft wird, da komme ich auch drauf, da kann ich die Ressourcen nutzen. Der zweite Punkt ist eigentlich, dass man Configuration Policies basierend auf der Compliant Policy natürlich muss konfigurieren, sonst geht das nicht. Also wenn ich nur eine Compliance Policy mache, sage, du brauchst eine Firewall, aber vor dran kein Windows Firewall konfigurieren, dann wird es schwierig mit der Compliance. Und dann ist natürlich eben der Punkt, dass wir wirklich ein Compliance-Device Nero haben. Das sieht eigentlich in Intune so aus, dass wir unter Devices Compliance Policies haben, wo wir können konfigurieren. Und da ist jetzt zum Beispiel eine für eine Windows 10 Demo, wo gewisse Settings beinhaltet. Also ich sage hier zum Beispiel, System Security braucht eine Firewall, wir brauchen Antivirus, wir brauchen Anti-Spammer, wir brauchen sogar eben mit Microsoft Defender, nicht nur irgendeine Antivirus-Lösung, sondern der Defender und gewisse andere Compliance-Settings. Das gleiche für BitLocker, Secure Boot muss enabled sein, sofern es da überhaupt gibt und möglich ist, und Code Integrity. Basierend auf dem, was ich hier setze, muss ich dann sagen, okay, an einem Konfigurationsprofil, wo ich hergehe und beispielsweise einen BitLocker konfiguriere. Wenn es der Latt. Also die Encryption Policy, wo das geht abfragen, oder auch Defender ATP, einfach Policies, die ich hinter der Compliance definiere, dass ich das entsprechend dann auch wirklich hier abbilde. Sonst führt das zu Problemen. Gut. Wir haben also gewisse Notifications, also wir haben dann die Compliance Policies konfiguriert und das führt dazu, dass wir, je nachdem, in was für einem Status das wir sind, dass wir können entweder das Gerät nutzen oder dass wir es aber nicht können nutzen, so wie wir das vorher gesehen haben. Das ist schon zu weit gegangen. Also, wo sind wir jetzt? Wir haben Emergency Accounts gemacht.
gemacht, Breakglass, die müssen wir exkluden von allen PIM-Rollen, sodass sie permanent Admin sind, gemonitort. Wir haben Modern Authentication disabled, natürlich jetzt nicht schnell, sondern haben nur schnell angeschaut, die Partiendelets, die es braucht. Wir haben Conditional Access Policies konfiguriert und haben entsprechend auch Kontrolle über unsere Geräte. Das ist eigentlich der Ansatz für MFA richtig zu implementieren. Das war der erste Teil von dieser Session. Also der erste Teil, die nächsten 5 bis 10 Minuten, sind dann noch etwas anderes. Also wenn wir jetzt hier das Resultat anschauen, dann haben wir keine MFA oder wir challengen MFA, wenn wir ein Unknown Device haben, je nach Conditional Access Policy. Wir vertrauen nur gemanagten Geräten. Wir haben MFA enabled für alle Logons und haben auch die Backdoors blockt. Und wir haben eigentlich die Admins, die entweder über das Portal oder via PowerShell immer müssen MFA machen und PowerShell vor allem immer noch funktioniert. Der nächste Punkt ist Entitlement Management. Ich weiß nicht, wer von dem schon mal etwas gehört hat. Wenn man da im Azure-Portal ist, dann gibt es eine Option seit einigen Monaten. Und zwar heisst die Identity Governance. Und in der Identity Governance gibt es das Entitlement Management, wo ihr Möglichkeiten habt, eben entweder PIM zu konfigurieren oder sogenannte Access Reviews oder vielleicht sogar Access Packages. Was das bedeutet, würde ich euch gerne gerade mal schnell zeigen, kurze Demo nach. Das sind Access Reviews. Einerseits, es braucht mal eine Lizenz. Das ist Azure AD Premium P2 muss aktiv sein, sonst geht es nicht. Ihr habt die Möglichkeit, mit Access Reviews entweder ein ganzes Access Package, eine Gruppe oder Applikationen in bestimmten Zyklus zu reviewen. Und das könnt ihr entweder mit der Azure AD-Rolle machen oder auch mit Ressourcen. Das geht auch, also wenn ihr irgendwo hinten dran Ressourcen habt oder müsst reviewen, braucht es die noch, braucht jemand noch Access darauf, dann könnt ihr das auch mit den entsprechenden Reviews machen. Für das können zu betreiben, braucht ihr entweder Global Admin Rights, User Administrator, Catalog Owner oder Access Package Manager Rolle, wo ihr müsst haben, dass ihr das könnt verwalten könnt. Und es sieht eigentlich so aus, dass wenn ihr jetzt zum Beispiel in das entsprechende Teil reingeht, Identity Governance, Portal, dass ihr Möglichkeiten habt, hier zum Beispiel Access Reviews zu generieren. Also vielleicht machen wir da mal eine kurze Demo, da schon 2, 3. Wenn wir ein Access Packli machen oder ein Access Review wollen definieren, sagen wir mal, wir haben ein Teams irgendwo im Hintergrund, wo wir Guest Accounts drin haben und die möchten wir von Zeit zu Zeit überprüfen. Dann können wir denen einen Namen geben, können wir dem Access Review einen Namen geben. Wir können sagen, das startet heute und die Frage ist dann, wie manchmal muss ich das machen? Ich sage jetzt zum Beispiel, ich muss das monthly machen, alle 27 Tage. Und es hat kein Enddatum. Was muss ich reviewen? Users to review, Members of a Group. Oder ich kann hier Application reviewen. Also wenn ich jetzt Members sage, kann ich auch dann sagen, Guest Users only, die, die in meinem Tenant sind, kann ich reviewen. Oder ich kann sagen, Everyone. Ich kann dann hergehen und sagen, okay, ja, irgendwo ein Demo-Team. Nehmen wir das Demo-Team. Selecte das. Die Reviewers, also wer hat wirklich, dann, wer bekommt die Notification? Ich kann sagen, das ist ein Selected User oder ist der Owner von diesem Team. Nehmen wir jetzt mal zum Beispiel der Demo 2. Ich kann auch sagen, bei der Erfüllung von dem Ganzen kann ich entweder sagen, okay, tun wir das automatisch applyen, das Resultat auf das Ganze. Was passiert, wenn ich nicht antworte? Kann ich sagen, take recommendations, weil es wird dann im Mail oder auch im Access Review wird dann gezeigt, was habe ich für Recommendations. Ein User, der sich 30 Tage nicht angemeldet hat, wird dann zum Beispiel automatisch entfernt. Es gibt noch gewisse Advanced Settings für Notifications.
könnt es dann abspeichern und bekommt jetzt der Demo 02 bekommt ein entsprechendes E-Mail. Das E-Mail das sieht so aus, dass ich eigentlich dass ich hier ein Mail bekomme und muss sagen, okay, please review users access to the demo team group in aschneider.com. Wir schauen, das wäre das Team hier hinten dran. Ich habe jetzt da keine Member drinnen, aber das spielt nicht so eine Rolle. Ich kann nachher eigentlich hier entweder über den Link gehen oder kann über myaccess.microsoft.com schauen, was habe ich für Access Reviews. Ich kann sagen, dem Demo, dem Demo 2020 bitte du das reviewen. Okay. Das ist auch schon passiert. So, ja, genau. Ich glaube, du hast auch gesagt, dass die externen User, es ist jetzt kein externer User in diesem Team, das ist natürlich schlecht. Wenn ich einen externen User hier drin habe, also Guest Account, dann würde ich dann sagen, okay, approve. Und dann wird da eigentlich approved, sodass der User wieder das Team kann nutzen kann. Die zweite Option, die es gibt, das sind die sogenannten Access Packages. Oder eine zweite Option, zurück auf Access Packages. Kann ich ein ganzes Paket machen, wo mehrere Ressourcen drin hat, als jetzt zum Beispiel nur eine Applikation oder eine Gruppe. Ja, zum Beispiel reingehen, schauen in das Demo Access Package, da sehe ich hier die Ressourcen, die hinzugefügt wurden. Also das ist einerseits zum Beispiel ein Planner-Task oder ein Planner selber, Group and Teams, Office 365. Es ist eine Applikation, die ich über die Enterprise Applications reingenommen habe. Ich habe aber auch das PowerShell Graph API jetzt zum Beispiel, wo ich hier Access habe. Und genau das Gleiche kann ich eigentlich nachher machen. Ich kann sagen, okay, ich brauche Access. Entweder als externer User, ich habe das Package wirklich sogar für eine komplette externe Self-Enrollment-Lösung bereitstellen, sodass ein Guest Access einen Link bekommt. Dann, also der Link sieht eigentlich so aus, dass ich hier drauf kann und kann sagen, okay, meine Access Packages. Ich kann das extern schicken an einen User und der kann sich das selber requesten. Das ist eigentlich eine sehr spannende Lösung für das Prüfen oder für das Freigeben von beispielsweise SharePoint-Seiten, Teams oder Applikationen, sodass man den ganzen Guest-Onboarding- und Invitation-Prozess automatisieren mit Boardmitteln. Sehr gut. Also, so wie ich sehe, ist meine Zeit hier schon durch. Es gibt sehr viele Features. Wir könnten allein Stunden und mehr über Access Packages selber reden. Aber es zeigt, dass wir mit eigentlich Identity Governance sehr viel machen können. Einerseits zeigt es unsere eigenen Accounts protecten mit MFA, unsere Geräte protecten mit gewissen Conditional Access Policies, unsere Applikationen protecten mit Access Packages und Zugriffen, sodass wir den Zero Trust Ansatz eigentlich komplett umfänglich könnte machen. Das war eigentlich so ein bisschen die Idee von dieser Session zum Aufzeigen. Genau. Super, merci vielmals, Alain. Das war sehr spannend. Hat noch jemand Fragen gerade dazu, die er wird stellen? Sieht nicht so aus im Moment. Gut, sonst kann man das am Schluss so immer noch machen oder noch direkt auf alle zugehen. Dann kommen wir zur zweiten Session von Thomas. Ich glaube, da habe ich vorhin auch schon irgendwo gesehen. Ich sehe noch gerade im Chat ist noch eine Frage, glaube ich, oder? Aber die habe ich, glaube ich, beantwortet. Also einerseits für Access Package Review braucht es P2, richtig? Es braucht P2 von Sebastian, ist die Frage gewesen. Und dann Zero Trust, wie passt das zusammen? Muss dann die weiß man immer managed sein oder zumindest Intune registered. Das passt natürlich schon zusammen. Die Frage ist natürlich, ob man sagt, man darf nur mit einem Trusted Device Access haben. Das müssen wir natürlich dann anders bauen, die Conditional Access Policy. Dass man sagt, bring your own device ist beispielsweise nur über einen Browser Access. Das wäre eine Variante. Ja, vielleicht noch eine Frage, aber ich bin gar kein Sport dazu gekommen. Vielleicht hast du das in deiner Session schon gehandhabt. Aber eine Thematik von der Access Reviews ist sicher vielmals, glaube ich, auch Guest Accounts, oder? Genau, ja.
Jetzt kannst du immer nur Guest-Reviews machen auf glaube ich, eine Gruppe, aber du kannst nicht sagen, ja, für jede oder für jedes Team oder für jede Gruppe, die neu dazukommt, wo die auch gerade einen Guest-Account haben. Ein Access-Review, sorry. Das heisst, du musst irgendeinen Mechanismus haben, oder weil User können ja in vielen Orten selber Teams erstellen. Und wie kommst du nachher mit über, oder wie hat er das irgendwie eine Automatisierung gelöst, dass nachher das Access Reviews generiert? Also, es gibt eine Graph API, wo Access Reviews gewisse Settings setzen, ist aber noch nicht wirklich ausgereift, muss man sagen. Das ist wirklich ein grosses Manko noch. Aber die Lösung von dem, was du sagst, ist genau, es gibt keine Boardmittel dazu. So wie es eigentlich auch bei Teams ja, sag jetzt mal, gewisse Prozesse gibt, aber auch nicht irgendwelche Aufsätze oder das automatisieren. So musst du eigentlich auch anhängen, dass da wirklich die Access Reviews oder Packages erstellt werden. Ja, okay. Graph. Ja. Mhm. Im Moment bekommst du nochmal über die Alerts mit. Über. Genau. Kannst du zum Beispiel konfigurieren. Ja. Gut, merci vielmals. Wenn ihr noch Fragen habt oder sonst wollt ihr in Kontakt bleiben mit dem Alain oder mit dem Thomas, dann findet ihr beide auf LinkedIn und könnt ihr sicher mit ihnen in Kontakt treten. Und sonst bedanke ich mich vielmals, dass ihr alle habt teilgenommen. Von diesem Meeting gibt es noch Aufzeichnungen, die in den nächsten Tagen noch online geschaltet wird, falls noch jemand gewisse Teile nachschauen will. Und das nächste Meetup wird voraussichtlich nach der Sommerferien, also im September oder Oktober, organisiert. Wenn ihr Lust hat, jemand etwas dazu zu sagen, etwas möchte erzählen, dann kann er sich gerne bei mir melden. Ich bin immer interessiert an spannenden Vorträgen. In diesem Sinne wünsche ich einen schönen Abend und merci nochmal, dass ihr seid dabei gewesen. Tschüss zusammen, schönen Abend. Merci Roger, ciao zusammen. Tschüss zusammen. Tschüss zusammen.